Weiß ich noch nicht. Ja, nee, das M war jetzt gerade, weil ich den falschen Bären wieder weggeschmissen habe, Mann. Sehen, hören, lernen. Und es ist. Jetzt haben wir es aber wieder auf. Liegen nur falsch auf. Komm schon, es waren zweimal falsche Bären. Oh, verdammte Scheiße hier! Mann! Löschheimkleister. Ah, ich bin im Kreis geflogen. Ich bin noch oben bei der 10, 13 gestartet. Bin in der Mitte der Karte und jetzt bin ich gerade irgendwie wieder auf der, ja, 56, 30. Wo? Irgendwie bin ich voll den Bogen geflogen. Der Bogen geflogen. Onkel, wann zähmst du ein Giga? Revano. Halt mal. Ja, weil er jetzt, anfängt hier rum zu dingsen. Himmeln. Rum zu, wie heißt denn? Kommt denn aufs Wort? Alhuren. Ja, wann, jetzt fängt er auch noch an rum zu nerven halt. Weil wir einen Giganotto und so zähmen. Ey, wo sind die scheiß Dinos, die ich gerade gezähmt? Sau, lauf mir bitte nach, lieber Dino. Jetzt mal ganz dumm gesagt. War Revano überhaupt schon mal auf dem Server drauf? Revano? Ja. Revano, da tut doch nichts bei hier zu der Sache. Da quatscht immer noch. Ich weiß gar nicht, war der schon mal hier auf dem Server überhaupt? Ja, war er, klar. Am Anfang. Ja. Gott, ist das lange her. Ich kann bei dir immer nicht so richtig so richtig begreifen, was du jetzt ernst meinst und was nicht. Einschätzen, genau. Einschätzen heißt das Wort. Ja, das liegt erstens an deinem Alkoholpegel und zweitens an dem... ich habe gerade hier ein richtigen schönes... Ich habe hier gerade ein richtiges schönes Problem. Achso, ich dachte, du hast gerade einen richtig schönen Pegel. Den willst du beibehalten. Ich bin jetzt auf der südwestlichen Insel. Ich guck mal, ob da unten irgendwo einer rumpimmelt. Mein Gott, und meine Stamina ständig, ey. Und ich finde die Dinos nicht mehr, wie ich gerade... Stamina... Stamina. Hätte eigentlich noch Stamina Day? Kann mir mal jemand sagen, wo ich meine gezähmten Tiere abgelegt habe? Ach, da ist er ja, da ist der Steger. Okay. Und Schatz, mach's doch so wie die Yannick, geh durch den Wald und rück Y. Die ganze Zeit. Irgendwann hast du 50 Dilos hier, der Herr laufen, hört's auch schon. Ich will aber keinen Dilo haben. Was? Die ist cool. Ich zähm gerade zwei Trikes, ein Trike und ein Stego. Ach, die haben keine Chance gegen einen guten Dilo. Hallo Giganto Baby. Like du uns. Jo. Oh Gott. und ich scheiß mal drauf. Aber wo, Nero? Mhm. Heute ist mir auch ein Dilo ausgebüxt aus dem Gehege, weil, keine Ahnung, der war übermotiviert. Und hat einen ganz alleine, also ein Dilo Level 70. Hat ganz alleine ein Drake Level 44 niedergestrichen. Ja! Und ich dachte so, was macht denn der da? Der hat den einfach so wegrasiert. Ja, nee, ist klar. Mit 405 Schlägen, ey. Das ist immer ganz dicht, was du da aufziehst. Also ich. Das ist. Ohne Scheiße, Dilo, was ist das Brutalste, was du machen kannst, glaube ich. Ja, was die Masse, ne? Die Masse zählt. Der war ja allein. Das ist ja noch schlimmer. Allein, allein. Muss man mitbedenken, ey, Yannick hat mehr als ich. Und ich bin mittlerweile bei, keine Ahnung, 67 Stück oder so. Und herzlich willkommen wieder bei den Geschichten von Noxy. Ja, Kinder, wisst ihr, wie das ist, wenn man einen riesigen Kindergarten... Es war einmal ein Noxy, der irgendwann mal hier auf dem Arc Tribe Server war. Im Traum natürlich. Und dabei hat ein 1er Level Dilofo einen 265.364 leveligen Trike erlegt. Mindestens. Und nun wach wieder auf, mein Freund. Und ich habe hier so einen geilen Spot, wo man den locker ohne Probleme schießen kann und der einen nicht erreichen kann. Also Onkel, keine Ausrede. Nö, ich habe jetzt meine anderen 10 Viecher. Irgendwas tritt hier dicke Spuren in Sand. Ich habe die ganze Zeit gesagt, hey, lass mal.
Ach, Onkel. Ach, ein T-Rex. Ach, geh doch weg, Mann. Was ja, ich kann auch nichts dafür. Ich lasse doch jetzt die drei Viecher hier nicht liegen. Los damit. Dann komm her, dann zählen wir die und dann gehen wir, fliegen wir da hin und machen die anderen. Was ist, wenn ich dir sage, wenn du jetzt kommst, dann zähle ich dir davon zwei? Von was? Du willst doch nicht zwei Stück von den Viechern da drin haben. Von ich hab einem Sprite und Stego. Ja, ich dir jeweils zwei, wenn du jetzt kommst. Machst du doch eh nicht. Aber hallo. Ach, schon. Wo hast du denn? Wo sind denn die Delfine? Wo sind denn die Delfine? Wieso Delfine? Du hast gesagt, Flipper nicht schon tot? Du hast gesagt, du willst. Ja, und da wo das Gespräch war, hat Satsch gesagt, er zähmt schon welche. Richtig. Habe ich welche gefunden bis jetzt? Nein. Ihr habt gar nicht gesucht. Das ist doch Sorge. Der Nero im Hintergrund. Das merkst du nicht, er ist der Einzige, der hier leidet. Die ganze Zeit. Ihr habt gar nicht gesucht. Überleg doch mal, auf welche Viecher sind draufgegangen bis jetzt? Ein Flipper und zwei Flugvögel. Ja. Drei. Was? Ja, Sergeant Miller. Quatsch, Sergeant Miller. Dynamo hat auch sein Vieh verloren. Ja, aber er hat ein eigenes, oder was, Neros? Neros? Wer ist Neros? Neros? Irgendein Neros? Was? Das ist egal. Das ist gar nicht mehr. Das ist aber alles egal. Willkommen in der Flammbude. Why are you so insidious? Ja, Freund. Damals, wo sie uns alle lieb hatten. Boah, das muss aber schon lang her gewesen sein. Ja. Da ging doch so ein Messer, ich bin auch nicht, weiß ich nicht, wie er heißt. Ja, aber weißt du noch unser Aufeinandertreffen? Ja, wie heißt ihr? Ja, Patrick und so. Das kann ich mir nicht merken. Ich spreche ja mit Loxi an. Ja. Ja, dich durchgezogen seit über. Seit mittlerweile einem halben Jahr, ey. Hm? Ach du Scheiße. Wahnsinn, ne? Oh Gott, ich glaube, mir gerade schlecht. Ja, aber echt, wir kennen uns seit einem halben Jahr. Hm? Oh, Wahnsinn. Ich muss echt mal gucken, wann die erste Folge von Triforce rauskam. Also mit euch. Da gibt's ein einjähriges. Da gibt's einen 24-Stunden-Stream. Nicht versprochen, sondern Idee. Ja, ich hätte gerade 24 Stunden Arc-Stream, Alter. 24 Stunden, wo sechs Bekloppte versuchen. Nee, wo sechs Bekloppte. Sowas würde ich aber. Sowas würde ich aber sagen, machen wir wirklich erst, wenn auch Revano am Start ist. Also 24 Stunden Stream, ja, aber nur Arc, nee. Nee, schon spielen, also schon Wechsel. Ansonsten würden wir 24 Stunden rumfliegen und Drachen suchen. Oh, ich glaube, wir könnten uns schon in Ark beschäftigen, so ist es nicht. Also, ja. Ich glaube, ich auch selbst mit Ark ganz alleine beschäftigen, das geht auch. Das wollen wir aber nicht wissen. Kommt ihr jetzt mal? Ich bin auf dem Weg, verdammte Hacke. Ja, ich beschieße ihn schon die ganze Zeit. Ja, dann beschieße ihn die ganze Zeit. Mach doch, nee, wir hatten. Nee, wie schon gesagt, ich war eben noch bei der 10-12. Also, ich bin auf dem Weg, ich fliege jetzt gerade auf die Wüste zu. Ist alles gut. Wem würde sogar Onkel locker zähmen können? Das tut mir leid, aber ich zähme gerade drei andere. Ich will das jetzt auch mal machen. Onkel, du hast vollkommen recht. Zieh dein Ding durch. Ihr Kollege, wo ist das Mistvieh eigentlich? Wenn ich sagen würde, hier. Auch noch ein bisschen. Nee, was ist denn hier? Ist dieser große Felsbrocken da in der Nähe oder? Komplett auf der anderen Seite. Okay. Beim Wasser. Krieg einfach Richtung Mond. Ja, das ist eine gute Idee ist. Revano schreibt im Chat. Gen Westen, von daher. Revano schreibt im Chat ein paar Games. Mhm. Ja. Sehr guter Kommentar, Rivano. Es wird jeder wissen, was du meinst. Wasser am Strand ist nix. Oder meinst du da in der Senke? Weißt du, das Problem ist, Rivano, der rafft immer nicht, dass es ein Delay gibt. Das hat er schon. Ich habe den mal Diablo gestreamt und da habe ich dabei gezockt.
und war mit dem am Quatschen und der hat mir ständig gesagt, wo ich hinlaufen soll, da war ich schon lang weg, weil der bedenkt den Scheiß, das Scheiß Delay nicht. Rivano ist in der Hinsicht ziemlich wie nennt man das? Doof halt. Unflexibel, gedanklich unflexibel. Ja, er merkt sich das nicht. Ich habe das selber gemerkt. Der hat mir immer gesagt, ja, du musst da lang, siehst du denn das nicht? Ich sag, ich bin doch schon irgendwo anders. Ach ja, scheiße, das Delay. Muss er ja auch nicht. Ganz ehrlich. Klar, ja, muss er das. Wenn ich zu dir sage, da ist ein Delay von 38 Sekunden oder so, dann sollte man 38 Sekunden Delay auch mal beachten, anstatt mich voll zu löffeln, dass ich mal irgendwas übersehen habe. Ja, aber überleg doch mal, vielleicht ist es so einer, der nach 38 Sekunden seine Frage von vor 38 Sekunden nicht mehr weiß. Ja, das ist ja Rivano, eben. Wir reden ja gerade von Rivano. Jetzt erkläre ich dir das denn. Aber wo ist denn das Mystery? Ich sehe nicht mal gegen Lotto. Ich war so eins von meinem Petar. Der ist hier beim Wasser. Alter, wir sind auf einer fucking Insel! Hier ist überall kein Wasser! Wie erkläre ich dir das denn? Ja, hier ist so eine Schlucht. Und der gibt auch die Daten durch. Da hast du bitte Steine, da sind die Wolle. Da oben ist Leben. Da oben ist die Koordinaten. Vielleicht 80, 73 vielleicht? Ach, das ist doch einfach Nordküste. Oh, hier muss ich langsam mal was reinlegen an Essen. So, fress mal dich satt, mein Freund. Ach stimmt, ich muss doch was futtern. Irgendwie bin ich noch bei 50% live. Live! Hallo, ohne so. Okay, der Trike ist plus Level 8, aber ist halt weiblich, ne? Das ist gut. Und jetzt wieder auf der anderen Seite fliegen. Eier sind immer gut. Ah, du kannst bei der Seite bleiben, ich bleib bei der Seite. Ha? Also Brot. Nein. Also jetzt sagt's mir, dass er... Hast du echt nichts zu futtern mit? Level 11 wird er. Auf jeden Fall, wenn er getamed ist. Weil er sagt mir gerade 95%, plus 3 Level, wenn er getamed ist. Was für Level hat denn das Viech? 8. Nur 8. Was? Ach so, du meinst den Giganotto. Keine Angst, er erreicht dich nicht. Oh Gott. Was macht seine Hand da? Ist das ein natürliches Verhalten? Oh, er kommt als höher, ne? Mist, komm mal auf. Direkt! Ah, er wird gleich ohnmächtig. Hat doch Zeit, ey. Nein, nicht ins Wasser! Ich hab unseren ersten Dino gezähmt! Ah, ich hab also ganz alleine! Gezähmt! Ach nee! Die Elfriede! Okay. Stolz auf dich! Ist zwar nur Level 8, aber ups, ist ich hab egal. Den. Hey, komm! Ah, flieg nicht so nah, du bist gleich komm. Tot. Nee, ich kann's koordinieren. Oh, eine Lache, Alter. Ich sagte, der hat eine Lache, das ist ja. Warte, der ist sich gerade nur uneinig. Und er kommt nicht hoch. Komm. Ich ein hoch, komm. Alter. Was ist denn mit. Alter, Giganotto hängt direkt an der scheiß Bucht, der will nicht. Jetzt, ja. Jetzt nur noch zwei Trikes. Ja. Übrigens, ich bin gleich tot, ne? Nur so zur Info. Ja, hier. Ja, wie hier? Ja, hier. Ich hab doch gefragt, ob du Brot hast. Ach, geil. Danke. Krass, der Level 72, der hat kaum Essen verloren. Das ist ja... Da kann sich noch ein bisschen hinziehen, das Vieh. Na komm. Ein bisschen. Aber wir könnten ihn vielleicht mal ein bisschen Alter. Lass jetzt kein Rubberbanding sein. Wenn jetzt Rubberbanding ist, bin ich tot. Es war kein Rubberbanding. Ja, aber ich stehe direkt an der Klippe und ich würde 20 Meter fallen und direkt ins Maul von dem Mistvieh. Ja! Jetzt renn doch nicht schon wieder ins Wasser. Ei. Ajo. Warte. Lapsi, komm mal her. Ach, nö. Alter, nicht zu tief fliegen, nicht, dass ich ins Wasser knall. Und ich sehe es kaum. Ich muss mal sagen, der Junge hat Reflexe. Ach, vielleicht stimmt das auch rüber. Das wäre natürlich... Was? Auf die andere Insel? Richtung Homebase? Oh, nee.
Nee. Da wird er nicht kriegen. Ach Quatsch. Okay. Ach, der kommt ja nicht mal ohne raus, der säuft gleich. Ja, zieh. Traust du dich, ihn zu ziehen? Problem hätte ich damit weniger. Ich würde ja einfach nur sterben, aber das ist schon wieder so ein Vogel von Nero. ja, es war, glaube ich, nicht so lustig. Na du, hast du Bock? Oh Gott, ich bin eh uninteressant für den. Alter, das sieht von hier unten kleiner aus als ein Hai. Oh Gott, das war noch der Kopf. Komm. Ah, er hat dich gesehen. Oh Scheiße. Oh. Ach nee, jetzt wieder das Wasser, ne? Alter! Das war ein bisschen knapp, du. Ja, aber nur ein bisschen. Ja, die ist schon ein bisschen pipi in die Hose. Ah, hier kann ich drauf stehen und drauf schießen. Sehr schön. Ich auch, ich schieße mal ins Gesicht. Na komm, lass mal fressen. Ich glaube, er merkt nicht mal. Alter, bist du eigentlich. Ich glaube, der ist echt kurz davor. Ich dachte schon, du schießt das voll mal bitte ran und ins Gesicht. So, wie sieht's denn hier aus? Na, traust du dich nochmal? Ich trau mich vieles. Oh, ich sag das überhaupt, der Skorpion, der Kanon mich. Nein, der Skorpion lässt mich nicht. Alter, wenn egal, Skorpion mich, wenn wir ihn angreifen. Ja, dann, aber wenn mich der Skorpion jetzt erwischt, das war ja Hand. Ah, andere Idee, warte mal. Ah, scheiße. Wir brauchen Archie. Wenn ich Skorpion halt brauche, den werfen. Einfach nur hin und einmal anpieken. Ja. Anpicken? Alter, ich flieg nicht so tief. Oder falle ich ins Wasser und dann sauf Feierabend. Ja, warum 10? Warum haut ihr den dann zu zweit rum? Hä? Na, einer hängt sich unten ran und. Ach so. Wo ist er? Also ans Fliegenvieh? Weil er im Wasser. Hä? Oh Gott. Also das zeigt schon an Respekt, irgendwie. Jetzt taucht, ohne Scheiß, Yannick, wenn du jetzt gerade dazu guckst, ich schick dir den Ausschnitt nachher mal. Giganotto kann mittlerweile so tauchen, dass du ihn von der Oberfläche selbst nicht siehst. Das ist richtig hässlich. Es wird echt nur das Lustige ist gerade, dass bestimmt meine Zuschauer, die jetzt hier gerade live auf Sendung sind, sich zu sagen, geh doch mal zu den zwei, lass doch die scheiß Viecher jetzt, geh doch einfach mal dahin. Nee, ich, ja, ich zieh das jetzt durch. Ja, mach ruhig, es hält sich keiner. Außer vielleicht deine 4000 Abos. Also, ja. Onkel. Onkel. Oh Gott, das ist 88. Ist aber schön etwas unangenehm, ne, wenn du sagst 4000 Abos und da gucken gerade mal zwei zu. Das ist, Ja gut, was soll ich denn sagen? Ich habe 91 Abos und ich habe trotzdem nur 2 Views pro Video. Oder 10 maximal. Abo heißt halt nicht gleich, dass du auch zugucken, ne? Nee, Abo heißt einfach nur, hallo, ich bin tot geglaubt, aber ich abonniere nicht mal. So ungefähr. Deswegen, ich hätte immer nur 50 Abos, aber dafür 50 Views. Das wäre geil. Dafür läuft der OS-Kanal umso besser. Ich habe 76 Abos dort drauf und ungefähr 60 Zuschauer pro Video. So gut. Ja, finde ich auch eine gute Tendenz. Onkel, das ist gut, Onkel. Onkel? Aber es muss, aber es muss, glaube ich, auch mal bald dort weitergehen, muss ich sagen. Er ist tot. Warum? Tauschst du mal der ist halt tot nach? Der ist unconscious. Nein. Ja, dann ist er tot. Unconscious ist, dass er besoffen ist, aber nicht tot. Der ist tot. Ihr habt jetzt... Der ist total zerfetzt, ey. Was hast du mit ihm gemacht? Nix. Nix. Ihr wolltet den doch zähmen. Ja, jetzt haben sie endlich mal einen Giganotto zum Liegen gebracht und dann haben sie den gleich getötet. Wenn er ins Wasser rennt, Idiot. Sie ist doch mal positiv. Der spawnt jetzt irgendwo anders wahrscheinlich. In unserem Lager. Und vielleicht Drache sogar. Nee, Drache und Giganotto sind ja unterschiedlich. Aber ich fliege jetzt hier einmal rum, vielleicht finde ich einen anderen. Aber, Ich kann gerade mal ein bisschen Fleisch rausholen. Okay, ich glaube, ich krieg gerade bestätigt, dass es so ist, dass... ich da hinrennen soll zu euch, aber die haben eine getötet, von daher ist okay. Egal, getötet. Ich töte noch einen Onkel.
Wir haben nicht getötet, der Vollpfosten ist einfach die ganze Zeit geschwommen, so 5 Minuten. Er ist halt irgendwann alles offen. Ja. Mistviech. Weißt du, das Mistviech ist scheiße. Entweder beißt es dich tot oder es denkt, ich lass mich nicht von dir besiegen, ich ersauf mich lieber. Ey, ist das dein scheiß Ernst? So ungefähr. Oh, ich wollte ein bisschen Fleisch raushauen, was krieg ich? Warte mal. Halt? Nee. Anstatt 5 Fleisch, 5 Primies. So. Toll, was soll ich jetzt damit? Essen. Ich hol es mit dem Flipper. Kriegt aber nicht so viel.